Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Barrel Bees. Heute haben wir mal was ganz Besonderes, nämlich den Aylesburn Wayfair. Ja, das ist die 2021er Edition. Der wird regelmäßig. Hast du das auch gälisch jetzt korrekt ausgesprochen? Das ist Wayfair eigentlich ausgesprochen. Aber in diesem Fall ist es ja eine deutsche Distille. Ja. Da kann man nicht viel falsch machen, außer man schreibt einen Glen davor. Stimmt. Dann kriegt man einen Rechtsstreit. Aber ansonsten eine meiner Lieblingsdistillen hier in Deutschland. Was soll denn dieser Nebensatz? Du kannst auch sagen, wenn sie alltime deine Lieblingsdistille ist. Kontinentaleuropa. Und der kommt in Fassstärke daher. Insofern, da verspreche ich mir recht viel von, denn die haben mich selten enttäuscht. Fassstärke heißt in diesem Fall 57,9%. Und das Interessante ist, wir haben hier eine 07 Flasche. Das finde ich sehr interessant. Nein, Batch Nummer 2 und 2021 gebottelt. Es gibt 2752 Flaschen. Und ich würde schon mal einschenken. Du kannst gerne ein bisschen ja, wie erzählen. Üblich bei Aylesburn, eine minimalistische Scheißverpackung. Also das ist, wir können es nicht oft genug sagen, das ist wirklich sehr wenig. Da steht nicht mal was wirklich zu Wayfair drauf, außer dieser Vorderseite. Das ist okay, aber sonst Fass, Alkohol, nichts steht drauf. 700 Milliliter findet man dazu, keine Holztypen. Das also, ist das wirklich kaufen erschreckend. Eigentlich wirklich nur Kenner und Fans von der Distille, weil sonst, ich würde es nicht kaufen. Gib mir mal das zum Drehen. Ich kann mir das denn mal nicht antun, wie du da drehst. Ich dachte anhören. Das auch. Ich drehe mal kurz. So geht das. Ja, okay. Ich bin für einen schlechten Part zuständig, da war ich ja eh schon bei. Ja, ist doch gut. Dann hate mal weiter. Die schreiben sogar drauf, mehr über Wayfair. Und dann schreiben sie nichts über Wayfair. Ihr könnt euch das hoffentlich irgendwo anschauen, sondern nur Sachen eigentlich über die Distille. Hier steht dann nochmal, okay, was für Fasstypen die grundsätzlich benutzen. Wayfair ist eine perfekte Kombination davon und wird in voller Fassstärke abgefüllt. Halt, stopp. Im letzten Absatz. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ja? Ich habe mal gerade eine Nase genommen. Ja. Und die ist gut. Ja, das ist es dann nämlich. Ne? Also, und so deine, mit der Verpackung und so. Ja? Das kannst du dir sparen. Jetzt kommen wir mal zum Geschmack. Oh, yes. Ich verstehe, so ein bisschen holziger Kleber. Aber also es hat so ein bisschen chemikalischen Charakter. Aber ey, ich finde es geil. Es hat so was geile Holznoten. Ich komme in so ein frisch eingeöltes Holzhaus. Würzig. Und ich liebe Holz. Wenn man das so, also trinken muss es jetzt nicht, aber in der Nase. Das hat so richtig, das ist es dann halt wieder, ne? Da vergisst man das alles wieder. Den ganzen Hass über die Verpackung und diese vertrackten Infos, die man da rauskriegen will. Hatten wir eigentlich mal geklärt, warum da 3 Pot Stills drauf sind? Weil die machen ja keine Triple Distillation, um es mal im Englischen zu sagen. Ich glaube, ist auch scheißegal. Ich glaube, wir hatten das schon mal geklärt. Und nee, es ist ja Double Distilled und dann noch, ich weiß nicht. Ist auch egal. Ey, Nase. Also, geil. Drin sind halt, ist halt wieder ein bunter Mix aus Fasstypen, ne? Es ist Sherry drin, Port, Masala, Malaga, Grand Cru, also Wein. Also, da haben die wieder ordentlich süßes, würziges, herbes Feuerwerk gezündet. Das Ganze mit diesen fast 58%. Das ist echt geil. Also von der Nase her findet man auch die, ich würde fast sagen, die besten Noten aus all diesen Fasstypen wieder. Ja. Aber auch schon eine ordentliche Stange Alkohol. Stört mich aber gar nicht so sehr. Nein, geil. Einfach geil. Ich habe richtig Bock, den zu trinken. Und deswegen würde ich auch sagen, ich erzähle gleich noch ein bisschen, was ich in der Nase hatte. Slunche war? Slunche.
Boah, ey, du tust mir richtig leid. Das ist genau mein Beuteschema. Er ist auf der Spitze hin zum zu künstlich zu werden, aber er ist mega ölig. Ich meine, ihr seht das, ich habe gerade meinen ersten Schluck genommen und bin sofort Feuer und Flamme. Der ist sehr würzig. Der hat eine gewisse Holzigkeit, aber überhaupt nicht kratzend. Überhaupt nicht kratzend. Alkohol ist geschmackstechnisch sehr gut eingebunden. Und diese Öligkeit, ey, wie, also ich bleib bei diesem Bild. Ich habe diese Holzplatte, die ich gerade schön eingeölt habe. Und so schmeckt er. Also bisschen so tannig. Ich Das ist mag's. echt ein Ich Brett. mag's. Also muss ich auch sagen, wirklich, wirklich krass. Vor allem so Sherry. Also Dunkel. es ist wirklich so PX rosinig, ja, aber beim Oloroso ein bisschen in die kräuterige Richtung. Beziehungsweise Port ist ja auch drin, da kann das auch herkommen. Diese süßlichen, herben Aromen bindet der irre gut ein. Aber der ist schon nah am Umkippen für mich, ja. Also der ist fast schon wie so ein Sirup. Ja. Dass der Stimmt, Sirup ist ziemlich gut, ja. fast in so eine zu süße Ecke geht. Also, ich würde ihn jetzt auch nicht verdünnen wollen, aber ich könnte es verstehen, wenn Leute das tun. Ja? So ungefähr in dieser Ecke bewegt er sich. Aber wenn du so ein Sherry, süßlicher Sherry-Liebhaber bist, ne? Also Whisky-Sherry-Liebhaber, Oder Port, ja. ey, dann ist das ist ja so die Faust aufs Auge. Ja. Schon richtig geil, so diese, ja, wie du gesagt hast, Sirup, das passt echt richtig gut. Und ich verstehe es mal wieder nicht. Das könnte einen fast aufregen. Da ist so viel Qualität schon wieder drin, whisky-technisch. Das ist ja, wir werden häufig überrascht von diesen Kollegen hier Ja. aus dem Harz. Und dafür machen die irgendwie, ist ja gut, ja, für uns zum Einkaufen. Aber die machen viel zu wenig draus. Also ich Ja. finde, diese weltweite Popularität, ja, dieser Harzer Whisky-Destille, ganz ehrlich, die können so viele Schotten einfach in die Schranken weisen. Das ist schon brutal. Und wir hatten es letztens, da hatten wir diesen Rassay oder wie auch immer, ja, diverse Fasstypen. Und das war irgendwie so ein kunterbunter Mix oder von Storning zum Beispiel, der Chaos. Ja, den haben wir jetzt hier noch nicht im Video, aber mal getrunken, privat und auch Chaos pur, ja. Und hier hast du einfach zig Fässer und du denkst ja, warum? Was soll das? Und dann kommt sowas bei raus und dann weißt du, geil, die verstehen ihr Handwerk. Ja. Die verstehen ihr Handwerk. Und man versteht auch, warum die das kombinieren, ja. Also man findet auch diese herben, bisschen bitteren Noten wieder aus diesem Grand Cru, aus dem Rotwein. Das ist eine tolle Kombination, gerade wenn man so diesen Sherry-Casks von denen kennt, ja, der dann wirklich darauf verzichtet, wirklich komplett die süße Richtung geht. Der hier geht so ein bisschen auch in die herben Noten rein. Absolut. Echt nochmal eine tolle Edition dazu. Dunkelste Schokolade hier, die hier reinballert. Ne? Ich bin dabei, so ein richtig kräftiger Rotwein, schönes Alter und dann so eine, nicht zart bitter, aber so eine richtig dunkle Schokolade mit 100% Kakao. Boah, Also kräftig. wirklich Whisky-Fans, die wirklich auf kräftige, durchdringende Noten stehen, ja, vielleicht auch Zigarrenliebhaber, könnte ich mir vorstellen, Ja, ja, Liebhaber von kräftiger der hält stand, Schokolade, der hält stand. Ja. für die ist das hier genau der richtige Whisky. Ja, ich, also. Auch ein Pairing. Ja. Ich glaube, das hier ist der ideale Vertreter für ein Pairing, wenn man sich da mal ein bisschen online einliest, mit was man alles pairen kann. Dann gibt es, hatten wir bei Baumer mal, mit verschiedenen Schokoladenarten, salzige Schokolade, Chili-Schokolade. Da kann man, denke ich mal, hier Eine bei Chili-Schokolade würde schon gut passen, ja. ganz ordentlich was ausprobieren. Dem so ein Ja, bisschen kontern. also das wird harmonieren. Ja, spannend. Schlechter Also, Part, ey. Sirup. Sirup, er hat leichte Bitternoten, du hast es schon gesagt. Ja, ich untermauere das mal hier an der Stelle. Das ist so.
Das muss man nicht mögen. Ich bin eigentlich auch kein Freund von Bitternoten. Aber puh, das ist ein Kaliber. Das ist wirklich eine Wucht. Mhm. Und für mich hat es was Holziges. Wie gesagt, ich gehe irgendwo im Harz, ja, ich wollte gerade in Schweden sagen, natürlich nicht, im Harz gehe ich in eine Holzhütte, verbringe da irgendwie mein langes Wochenende und dann würde ich gerne vorm Kamin sitzen und das Ding hier süppeln im Winter, ey. Mhm. Puh, ja, geiler absoluter Scheiß. Absoluter Winterwhisky. Das habe ich mir aber auch schon bei dem Sherry Cask von denen gedacht. Also das ist kein Whisky für die, ja, für die Morgenstunden oder die Sommerstunden. Lass uns mal den Sherry Cask hier diesen vergleichen. Der hatte ja, was hatte der? Oloroso, der hatte die Palo Cortado war ein bisschen drin, und PX, ne? Genau. Die drei Fasssorten. Der war deutlich süßer. Ja. Deutlich süßer. Der ist viel kräftiger, viel herber, viel würziger. Würziger. Ja. Öliger. Der andere war öliger, glaube ich nicht. Okay, aber so kräftiges, öliges, ne? So sirupmäßig. Das andere war auch ölig, aber ein bisschen leichter einfach. Das ist so der Unterschied. Das ist mehr, noch mehr Winter irgendwie, ne, als der andere. Ja, einfach herber. Boah, geil. Heftig. Ja, wenn er Lasse mal einen Gefallen tun wollte, dann schenkt ihm Wayfair ein. Spendenkonto. Spendenkonto ist eingerichtet. Und Aylesbury enttäuscht nicht. Also es ist wieder so, das Anfangserlebnis ist relativ ernüchternd. Man kriegt wenig raus, aber wenn man ein Glas hat, dann liefert er ab. Es ist einfach so. Ich will zur Benotung kommen. Ja. Eigentlich will ich es nicht, weil es tut mir weh, weil es in Stein gemeißelt ist dann für die Zukunft. Mhm. Aber ich mach's trotzdem. Von hinten nach vorne? Ja, es ist aber egal. Es ist quasi, wie heißt es, Anagramm? Nee, du weißt, was ich meine. 91, 89, 91. Ja, ich finde den Geschmack, Mühe mit diesen Bitterstoffen, das ist einfach geil, aber da geht noch mehr. Ich weiß nicht wie, aber es geht mehr. Und Nase und Abgang, ja. Ich weiß nicht, ob das sogar zu wenig ist. Ich bin ehrlich. Was soll man noch rauspitzern aus Whisky? Diese Bitterstoffe kann man mögen. Das könnte halt noch weg sein, aber vielleicht ist es auch zu wenig. Ich bin echt am Überlegen. Vielleicht korrigiere ich nochmal. Mach du erstmal. Ja, für mich ist er wirklich haarscharf daran, so rüber zu sein. Ich meine, ich muss es leider machen, ne? Ja, ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin auch schon am Schielen. Komm. Aber er ist halt haarscharf. Ich glaube, das hat es auch noch nicht gegeben, ne? Aber er könnte einfach zu viel sein, ja? Also ich könnte jetzt, glaube ich, auch guten Abend lang trinken, aber dann... Naja, es ist halt schon in Richtung Sirup, ne? Also rein subjektiv... Der ist halt nicht so ausgewogen, sondern der geht ganz klar in diese eine Richtung, treibt es da auf die Spitze, ist nicht so ausgewogen. Klar, zwischen den Fasstypen schon, aber der treibt es halt wirklich in dieser süßen, würzigen Richtung komplett nach oben. Und da bleibt er auch von Anfang bis Ende ohne Höhen und Tiefen, sondern wirklich, der hat eigentlich nur Höhen. Und das kann auch ein bisschen viel sein. Insofern in der Nase, da finde ich ihn am schwächsten, da gebe ich ihm 88. Im Geschmack und im Abgang bin ich bei einer 89. Mich stört es einfach nicht, ja. Ich finde ihn geil. Aber dann muss ich jetzt mal fragen, weil die Benotung ist ja jetzt top, aber nicht Weltklasse, sage ich mal. Mhm. Würdest du sagen, dass das ein Barrelbees ist oder nicht? Also für den Preis? Schon. Was hat er gekostet? 50 Euro oder nicht? 50 Euro. Hör auf. Nicht? Ich weiß es nicht. Das ist der Klassiker bei uns. Die Whisky stehen hier einfach rum. Aber unter 100 auf jeden Fall. Unter 80 wahrscheinlich, glaube ich sogar. Vielleicht auch unter 60. Sagen wir mal 50 Euro. Wir blenden es hier ein. Also wenn der, auf jeden Fall. Also wenn der 50 Euro gekostet hat, dann ist das für mich ein Barrelbees. Soll ich dich mal überraschen? Ja, wir gucken jetzt mal frecherweise nach. Komm. Was schätzt du denn? Was würdest du denn dafür hinlegen? Ich würde dafür locker 80, also ich würde 80 nehmen. Mhm. Finde ich fair. Also
65 Euro wird hier Standardpreis so ausgewiesen.